Nabel. So, Samstag ist rum. Was habe ich heute gemacht? Also hauptsächlich war ich unterwegs einkaufen, bei der Cornelia noch ganz kurz gewesen, weil heute die Schlüsselübergabe für die neue Wohnung war. Und dann war ich mit der Michaela noch im Baumarkt, haben wir uns so Heckenscherengedöns angeguckt, weil wir jetzt im Frühjahr dann langsam auch sicher mal draußen im Garten wieder Klarschiff machen müssen. Und da sind so ein paar Hecken und Büsche, die wollen ein bisschen geschnitten werden. Und haben halt mal geschaut, was es da so gibt, haben uns aber nicht entscheiden können, sind also Uni wieder gefahren. Dann zu Hause angekommen war der DHL-Mann da und der hat, so ist in Fokus, den InDesign mitgebracht, so ein 5 Zoll. Otsch, war das laut. So ein 5 Zoll Monitor für auf die Kamera drauf in 16 zu 9. Also dann hatte ich mir jetzt einfach mal eingebildet, wollte ihn ausprobieren. Bin momentan erst so oben drüber, deswegen schaue ich manchmal so ganz schnell hoch. Ist insgesamt auch ganz nett, vor allem weil der eigenes Fokus-Peaking mitbekommt. Ich mache momentan so den Fokus von Hand. So, jetzt sollte wieder alles scharf sein. Ja. Warum? Ne, gibt eigentlich keinen direkten Grund, warum ich das mache. Till hat das ja auch eine Zeit lang ausprobiert. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch manuell fokussiert, aber wollte ich auch mal ausprobiert haben. So, nachdem ich dann ganz kurz mit dem rumgespielt habe, habe ich die Canon genommen und bin in die Werkstatt vom Chris gefahren. Habe dort nicht viel gevloggt, weil die Hände extrem voll Öl waren. Dort habe ich die Kette von der Pegaso getauscht. Jetzt im Frühjahr gibt es ja so ein paar Sachen, die man da ganz gern, was heißt tauschen, aber zumindest neu machen möchte oder ein bisschen auffrischen möchte. Insgesamt muss noch ein bisschen geputzt werden, aber Kette ist neu. Die Bremsbeläge wollte ich austauschen, aber die sind noch auf Hälfte. Das heißt, da kann man noch gut ein paar hundert oder ein paar tausend Kilometer mitfahren. Also die halten noch lange her. Und das ein oder andere Ersatzteil habe ich jetzt einfach mal so mit reingeworfen. Alles gut. Und ja, die ein oder andere Stunde muss ich da noch investieren. Dann heimgefahren, jetzt gerade mit Michaela noch gemütlich gegessen und jetzt mache ich noch ein paar Vorbereitungen. Und zwar habe ich von anderen YouTubern, die ich regelmäßig angucke, jetzt relativ häufig schon Videos gesehen, wo sie vorstellen, was sie so auf Netflix angucken. Und ich habe mir gedacht, so, das könnte ich auch mal machen, weil ich ja doch relativ viel Zeit auf Netflix verschwende. Ja, und dann wäre die Frage, warum soll ich nicht auch mal dazu ein Thema, warum soll ich nicht auch mal so ein Netflix-Video machen und euch zeigen, was ich so empfehle? Ich würde auch mal nur die Serien raussuchen. Da gehe ich gerade die Liste durch im Archiv. Man kann ja bei Netflix so schön anschauen, was man in der Vergangenheit so angeguckt hat. Und da schaue ich mir an und ich suche mir nur die Sachen raus, wo ich auch wirklich alle Binge-Watching die kompletten Staffeln durchgeguckt habe. Weil das ist, glaube ich, dann ein gutes Zeichen dafür, dass es mir gut gefallen hat und dass ich es mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann, dass ihr da vielleicht auch mal reinguckt. Ja, wahrscheinlich habt ihr aber das eh schon alles gesehen, weil ich meistens immer so ein bisschen hinten dran bin. Gut, war's von mir für heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ciao.